Ja, reingelegt. Wir machen doch noch einmal weiter mit diesem Thema. Und zwar wollte ich einmal noch den Satz von My Hill, New Road anwenden. Das wäre ein bisschen blöd, wenn der jetzt hier einfach steht, ohne dass wir ihn mal benutzt haben. Von daher dachte ich mir, machen wir noch ein kleines Beispiel dazu. Und zwar, ja, dieser Satz, der gibt uns ja jetzt ein Kriterium von einer Sprache zu zeigen, ob sie erkennbar ist oder nicht. Und zwar wirklich beides. Ja, der Satz kann zeigen, ob eine Sprache erkennbar ist und auch wenn eine Sprache nicht erkennbar ist. Zum Vergleich, das Pumping-Lemma, damit konnten wir ja nur und auch nur unter bestimmten Voraussetzungen zeigen, dass eine Sprache nicht erkennbar ist. Hier können wir beide Dinge zeigen. Allerdings ist auch hier der Teil zu zeigen, dass eine Sprache erkennbar ist, im Allgemeinen etwas schwieriger. Deswegen mache ich jetzt nur ein Beispiel dafür, dass eine Sprache nicht erkennbar ist. Das wollen wir damit zeigen. Und zwar diese Sprache hier habe ich mir mal als Beispiel ausgesucht. Also Wörter aus A's und B's, die mehr B's haben als A's. Ja, also ist hoffentlich klar, was das meint. Ich schreibe kurz ein paar Beispiele hin. Das ist in der Sprache oder auch das oder einfach nur ein B. Ja, Hauptsache mehr Bs als As. Also, was ist nicht drin? Nicht drin wäre das leere Wort oder A oder A, B. Ja, also wenn gleich viele As und Bs oder wenn weniger Bs als As sind, dann ist es nicht in der Sprache. Wenn mehr Bs als As sind, dann ist es in der Sprache. Das nur kurz als Beispiel. Ja, überlegen wir uns erstmal intuitiv, warum wir glauben, dass diese Sprache hier nicht erkennbar ist. Also, wir wollen hier alle Worte aufsammeln, die mehr Bs als As haben. Das heißt, wenn ein Automat, ein endlicher Automat, diese Sprache erkennen soll, dann muss der irgendwie mitzählen. Der muss mitzählen, wie viel Bs und wie viel As wir haben, oder er muss zumindest irgendwie die Differenz zwischen Bs und As zählen, damit er jederzeit sagen kann, jo, jetzt sind mehr Bs als As oder nein. Es sind nicht mehr Bs als As. Das muss der Automat ja jederzeit wissen. Und intuitiv gesagt, er muss zählen können. Und zwar beliebig weit. Ja, wir können ihm ja beliebig viele Bs, also ein Wort geben mit beliebig vielen Bs und As drin. Worte können ja beliebig lang werden. Und er muss für jedes Wort immer entscheiden können, zu jedem Zeitpunkt sind bisher mehr Bs als As. Ja? Und intuitiv, dieser Zähler, der endliche Automat dann darstellen muss, der kann unendlich viele verschiedene Werte annehmen. Ja, wenn wir ihm 1000 Bs geben, dann muss er sozusagen bis 1000 zählen. Ja, aber so ein endlicher Automat hat ja keinen Speicher, der hat nur seine Zustände. Das heißt, der muss das über verschiedene Zustände regeln. Das heißt, intuitiv gesehen, dadurch, dass es unendlich viele potenzielle Zählerstände geben kann, während er hier die Bs zählt, müsste er unendlich viele Zustände haben. Aber ein endlicher Automat darf per Definition nur endlich viele Zustände haben. Das ist die Intuition, die dahinter steckt, warum diese Sprache nicht erkennbar ist. Und genau diese Intuition, mit der schaffen wir es auch, den Satz von My Hill New Road jetzt anzuwenden. Was müssen wir nämlich tun, wenn wir den Satz jetzt anwenden wollen? Wir wollen zeigen, diese Relation hat unendlichen Index. Das heißt, wir müssen unendlich viele verschiedene Äquivalenzklassen angeben. Und diese Äquivalenzklassen, die unendlich vielen Äquivalenzklassen, die entsprechen genau den in unserer Intuition unendlich vielen verschiedenen Zuständen. Denn wenn zwei Wörter in verschiedenen Äquivalenzklassen sind, das hieß ja gerade ein Automat, der diese beiden Wörter liest und der diese Sprache erkennen soll, der muss sich nach dem Lesen dieser beiden Wörter jeweils in zwei verschiedenen Zuständen befinden. So, mit welchen Wörtern versuchen wir es mal? Naja, wir versuchen es mal mit Wörtern, zum Beispiel, die nur aus Bs bestehen, aber aus verschiedenen vielen Bs. Also schauen wir uns mal zum Beispiel die Wörter b hoch n und b hoch k an und zum Beispiel mal k kleiner n. Ja, wenn wir dem Automaten, der diese Sprache erkennen soll, diese beiden Wörter geben. Wir wollen zeigen,
Er kann sich danach nicht im selben Zustand befinden. Mit anderen Worten, diese beiden Worte sind nicht äquivalent. Wie weist man nach, dass zwei Worte nicht äquivalent sind? Naja, wir müssen ein Wort angeben, was wir hinten ranhängen können. Ein einziges Wort, was wir bei beiden hinten ranhängen, sodass wir einmal in der Sprache landen und einmal nicht in der Sprache landen. Ja, welches Wort könnte das in diesem Fall sein? Hier haben wir N, Bs hintereinander, hier haben wir K, Bs hintereinander. Und K ist kleiner als N. Das heißt, hier ist eine kürzere Folge von Bs und hier eine längere Folge von Bs. Welches Wort können wir wohl daran hängen, sodass wir einmal in dieser Sprache landen und einmal nicht? Das bitte jetzt überlegen, einmal kurz Video auf Pause machen, überlegen, Antwort sagen und wieder Play drücken. So, jetzt hast du hoffentlich die Antwort gesagt. Eine Möglichkeit wäre hier das Wort a hoch k. Wenn wir das Wort a hoch k, also k viele a's, daran hängen, einmal an das b hoch n. N ist ja größer als k, ja, nach unserer Voraussetzung. Dann haben wir hier oben ein Wort mit mehr b's als a's. Also das hier ist in L. Was haben wir hier? Wir haben k viele b's und k viele a's. Das sind gleich viele b's und a's, ne? Aber wir wollen, um in der Sprache zu sein, wollen wir mehr b's als a's haben. Das sind nicht mehr, das sind nur gleich viele. Ist also nicht in der Sprache. Ja? Wir haben an zwei verschiedene Worte dasselbe rangehängt, sind einmal in der Sprache gelandet und einmal nicht in der Sprache. Daraus folgt, b hoch n und b hoch k sind nicht äquivalent. Ja? Aber k und n, das waren beliebig gewählte Zahlen. Ja, wir hätten hier für k und n, hätten wir ja jede Zahl einsetzen können. Die Argumentation hätte immer gleich funktioniert. Ja, also k und n, sagen wir mal, für alle k ungleich n aus den natürlichen Zahlen. Ja, und damit sind wir quasi fertig. Wir haben unendlich viele verschiedene Wörter gefunden, die alle nicht in derselben Äquivalenzklasse sind. Also je zwei von denen sind in verschiedenen Äquivalenzklassen. Nämlich alle Wörter der Form b hoch, ja, nenne ich es jetzt einfach mal b hoch n, wobei n irgendeine natürliche Zahl ist. Diese Menge von Wörtern oder Folge von Wörtern, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe, b hoch n, für irgendeine natürliche Zahl n, das sind unendlich viele verschiedene Wörter. Denn für n können wir jede natürliche Zahl einsetzen. Ja, jede Folge von b's, egal wie lang, ist ein Wort. Und je zwei von diesen Folgen unterschiedlicher Länge sind nicht äquivalent. Ja, also nochmal hingeschrieben, das hier sind unendlich viele paarweise nicht äquivalente Wörter. Paarweise nicht äquivalent heißt, wenn wir zwei uns rausnehmen, also wenn wir uns ein Paar rausnehmen, irgendein Paar, dann sind diese beiden nicht äquivalent zueinander. Und dann muss es unendlich viele Äquivalenzklassen geben. Ja, wir haben aus unendlich vielen Klassen hier zumindest jeweils einen gefunden. Ja, kurz gesagt, der Index von dieser Äquivalenzrelation schreibt man auch gerne so, also einfach Betragsstriche um das Zeichen der Äquivalenzrelation ist unendlich und mit dem Satz von Myhill Neurode folgt dann, dass die Sprache nicht erkennbar ist. Ja, soweit als Beispiel, wie man mit dem Satz von Myhill Neurode zeigen kann, dass eine Sprache nicht erkennbar ist. Ja, mit dem Pumping Lemma konnten wir auch zeigen, dass etwas nicht erkennbar ist. Zu zeigen, dass eine Sprache erkennbar ist, da müssten wir dann alle Äquivalenzklassen angeben. Ja, hier haben wir jetzt nur gezeigt, diese Wörter b hoch n, die sind alle in verschiedenen Äquivalenzklassen. Ja, und davon gibt es unendlich viele und dann können wir gleich folgern, Index ist unendlich. Aber wenn wir folgern wollen, dass der Index endlich ist, dann müssten wir jedes Wort aus Sigma Stern in eine Äquivalenzklasse einordnen können. Und das ist im Allgemeinen aufwendiger. Und das entspricht quasi derselben Arbeit, derselben Überlegung, die man macht, wenn man einen endlichen Automaten dafür direkt hinschreiben würde. Ja, das heißt, eigentlich gibt der Ersatz von Myhill Neurode nicht viel neue Erkenntnisse darüber, wie man von einer Sprache zeigt, dass sie erkennbar ist, sondern wieder nur eine Möglichkeit, um zu zeigen, dass eine Sprache nicht erkennbar ist.